Zur Versammlung weigerte sich Gustav zunächst, mir meine hektisch gestellten Fragen zu beantworten. Mariam war bei Wanda geblieben und Gustav und ich schlurften durch die erschreckend leer wirkende Poliklinik. Er war immer noch geschwächt von den Krämpfen und ich war auch noch nicht ganz auf dem Damm. Das Gebäude war vor dem Krieg relativ neu gewesen. Alles war sehr großzügig angelegt und bestand aus Stahl und Glas. Ein Umstand, der erklärte, wo die ganzen Krankenhausbetten hingekommen waren. Die Versehrten der Poliklinik verwendeten sie, um die gläsernen, zerbrechlichen Außenwände zu sichern. Quer, hochkant, aneinander festgebunden und ineinander verkeilt, bildeten sie zusammen mit den Tischen Versorgungswagen, in denen man früher Essenstabletts transportiert und warm gehalten hatte und allerhand anderem Kram den Schutzwall, der die Strahlis vor der Welt da draußen abschirmen sollte. Zumindest in den beiden unteren Ebenen war das so. In den höher liegenden Stockwerken des Hauptgebäudes hatten die Bewohner der Poliklinik zwar ebenfalls Schutzmaßnahmen ergriffen, aber diese beschränkten sich zumeist auf das Verhängen der Fensterfront mit Tüchern und Laken als Sichtschutz. Gustav, der neben mir lief, beobachtete mich aus dem Augenwinkel, wie ich die neuen Eindrücke in mich aufnahm. Ja, ein beschissener Ort, um ihn zu befestigen. Aber viele von ihnen brauchen einfach die Technik und die Medikamenten und Essensvorräte. Es ist ein bisschen wie bei den Vampiren drüben auf der Station. Manche waren schon Patienten hier, als die Welt in Bach untergegangen ist. Oder Ärzte oder Pfleger und so weiter. Ach, wie viele sind es? Irgendwas zwischen 80 und 100 werden immer weniger. Wenn neue dazukommen, dann meistens schubweise und in Gruppen. Und wer war die Frau vorhin? Das war Petra. Sie schmeißt den Laden hier. Und sie hat eingewilligt, uns hier zu verstecken, ja? Ja, hat sie. Warum? Sie. Er grinste kurz. Sie ist Ärztin. Ich habe mit ihr studiert. Vor einer Ewigkeit. Damit hatte ich nicht gerechnet und Gustav musste mir meine Überraschung angesehen haben. Oh, wir hatten nichts miteinander oder so. Sie war nur eine von vielen Kommilitoninnen. Ich glaube, sie hat uns nur eines zweiten Blickes gewürdigt, weil Mariam bei uns war. Wäre das Kind nicht gewesen, hätte sie uns vermutlich weggeschickt oder uns von ihren Wachen abknallen lassen. Aber so hat sie mich wiedererkannt und wir haben unsere Chance bekommen. Unsere Chance. Die unteren Ebenen waren großzügige Eingangsbereiche mit Informationsschaltern, die man in Wachtposten umgewandelt hatte, und einen großen Teil der freien Flächen nutzte man zum Lagern von Vorräten und Gerätschaften. Sogar einige leichte Motorräder standen beieinander, fast so, als hätte man Pferde an einer Tränke angebunden. Ob sie damit in den Tunneln herumfuhren? Ja, unsere Chance. Das wird sie dir gleich selbst genauer erzählen. Ich? Ah, wir sind gleich da. Er deutete nach vorne und ich erkannte, dass die ehemalige Cafeteria immer noch denselben Zweck erfüllte wie vor dem Krieg. Nur die Tische standen anders. Sie bildeten einen Kreis, in dessen Mitte sich vier Stühle befanden, die auf einen auf einem Podest erhöht platzierten weiteren Tisch hin ausgerichtet waren. All diese Tische waren besetzt, und nun wunderte es mich nicht mehr, dass wir auf unserem Weg hierher niemanden gesehen hatten. An dem erhöhten Tisch saß Petra, und die jüngere Frau neben ihr war wohl Janet.
Zu Petras Rechten stand ein weiterer Stuhl mit einem bullig gebauten Mann darauf. Sein Alter konnte ich nicht schätzen, da sein Gesicht und sein Schädel von hässlichen Brandnarben übersät waren. Petra entdeckte uns, wie wir näher kamen, und alle Köpfe drehten sich neugierig in unsere Richtung. Die Gesichter der Menschen waren teils neutral, teils skeptisch, teils neugierig und teils offen feindselig, wobei unter der Feindseligkeit eine merkwürdige Art von Angst verborgen zu sein schien. Den meisten von ihnen war ihre Versehrtheit anzusehen, nur wenige wirkten auf den ersten Blick gesund oder normal. Erst jetzt fiel mir auf, dass viele in Rollstühlen saßen und einige von ihnen Sauerstoffflaschen auf kleinen Wagen und Atemmasken neben sich stehen hatten. Wie zur Hölle hatte diese Gemeinde so lange bestehen können? Ich versuchte, diejenigen zu zählen, die bewaffnet waren. Es gab dem Anschein nach nur 3 Männer und 2 Frauen, die offensichtlich eine Art von Wachfunktion ausführten, und die standen außerhalb des Tischkreises und beobachteten uns aufmerksam. Sicher gab es noch mehr Wachen in all den Tunneln und Zugängen, mit denen die Poliklinik mit den anderen Krankenhäusern im Viertel verbunden war, aber trotzdem, vermutlich reichten die gesunden Männer und Frauen gerade so aus, um die Poliklinik zu sichern. Ich war etwas mehr als 10 Meter außerhalb des Tischkreises stehen geblieben, um diese Beobachtungen zu machen und um diese Überlegungen anzustellen, und jetzt forderte Gustav mich auf, weiterzugehen. Petra wartet nicht gerne, wir schulden ihr Höflichkeit. Er hatte recht, fand ich, und selbst wenn ich es anders empfunden hätte, hätte ich kaum eine Wahl gehabt. Wir nahmen in der Mitte Platz und 2 der Stühle, die wohl für Mariam und Wanda gedacht waren, blieben leer. Petra, die unsere Ankunft unablässlich beobachtet hatte, begann zu sprechen, kaum dass wir Platz genommen hatten. »Auch wenn es so aussieht, keine Angst. Das hier ist keine Gerichtsverhandlung, auch wenn es vielleicht anders wirkt. Aber wir wollen euch kennenlernen. Ich denke, das ist unser Recht, da wir euch hier Obdach gewähren, obwohl die, die euch haben wollen, nur einen Steinwurf entfernt sind.« Prinzipiell sah ich das genauso, auch wenn ein Teil von mir anmerken wollte, dass die Vampire der Station uns schon längst holen gekommen wären, wenn wir nicht bereits so viele von ihnen getötet hätten. Aber ich nickte einfach nur und Petra fuhr fort. »Gustav kenne ich von früher. Damit meine ich nicht, dass ich ihn wirklich kenne, aber ich weiß, wer er damals war. Von dir und der Frau und dem Kind weiß ich gar nichts, was euch unter Umständen gefährlich für uns macht. Da der Zustand der Frau euch mehr oder weniger dazu zwingt, noch eine Weile hier bei uns zu bleiben, wollen wir, sie machte eine kreisende Geste, einige Antworten von euch haben, einfach nur damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und wenn wir das erst einmal wissen, dann gilt es noch die Frage zu klären, wie genau ihr uns das Risiko, das wir mit und für euch eingehen, vergelten wollt. Aber fangen wir an. Wie hat es euch hierher verschlagen?« Alle Blicke ruhten auf uns, und als ich merkte, dass Gustav nicht das Wort ergreifen würde, tat ich es notgedrungen. Ich berichtete, wie ich Wanda und Mariam kennengelernt hatte, von den Degenerierten, von Da Silvas Bibel und von Einhand, vom Ivan, wie Gustav uns dort geholfen hatte und wie der Bahnhof schlussendlich gefallen war. Dann von unserer Flucht, unserem Weg hierher und unseren ersten Zusammenstößen mit den Vampiren. Zumindest dieser Teil meiner Geschichte schien sie nicht besonders zu überraschen. Sie wussten natürlich Bescheid über ihren Nachbarn. All das nahmen die Versehrten mehr oder weniger schweigend zur Kenntnis. Keine Zwischenfragen, kein Raunen und kein Räuspern. Auch als ich fertig war mit meiner Erzählung, hielt das Schweigen noch einige Sekunden lang vor. Petra sah mich lange an, so lange, dass ich mich schon fragte, ob es mir nicht gelungen war, das alles schlüssig und überzeugend zu vermitteln. Aber dann wanderte ihr Blick zu Gustav. »Stimmt das?« Der Arzt nickte. »Ja, stimmt alles.« »Dann sind diese Degenerierten, wie ihr sie nennt, also unterwegs hierher. Sie verfolgen euch.
Das wissen wir nicht. Wir haben seit unserer Flucht keine mehr gesehen. Es kann genauso gut sein, dass sie noch damit beschäftigt sind, in Frankfurt zu plündern und die Gefangenen, die sie erbeutet haben, zu ihresgleichen zu machen. Auch für sie ist es Winter, und sie werden vermutlich ihre Verluste ersetzen wollen, bevor sie weiterziehen. Aber genauso gut kann es sein, dass sich die einzelnen Gruppen, die sich für den Sturm auf den Hauptbahnhof zusammengeschlossen haben, wieder auflösen und getrennte Wege gehen. Aber früher oder später werden einige von ihnen hier vor eurer Tür stehen, da bin ich sicher. Und ich glaube nicht, dass eure Handvoll Wächter ihnen gewachsen sein wird. Ah ja, und ihr seid unterwegs, um diesen Da Silva, das Oberhaupt dieser Leute, zu töten, ja? Ich bestätigte. Über diesen Teil eurer Geschichte werden wir uns später noch ausführlicher unterhalten. Aber da gibt es noch einen Punkt. Wie von der Station. Du glaubst, sie haben diesen Sven? Ja, das glaube ich. Gustav wusste nichts von ihm, und wir waren ja die meiste Zeit über nicht ansprechbar. Deswegen weiß ich es nicht genau, aber ich bin trotzdem beinahe sicher, dass er dort drüben ist, bei den Vampiren, sofern er noch lebt, meine ich. Und du willst deinen Freund da rausholen, ja? Was willst du denn außerdem? Willst du alle, die sich dort drüben halten, befreien? Und die Vampire, wie ihr sie nennt, ihr habt schon viele von ihnen getötet. Willst du sie alle umbringen? Willst du dich an ihrer Frau Doktor rächen, ja? Ja, ich will Markus da rausholen und, wenn es möglich ist, die anderen Gefangenen ebenfalls. Und wenn im Zuge dessen der Doktor und die Vampire ihr Leben verlieren, werde ich deswegen keine schlaflosen Nächte haben. Sie lächelte merkwürdig. Nein, würdest du nicht? Sind das keine Menschen? Ist es einfacher, auf sie zu schießen, wenn man sie Vampire nennt? Haben sie kein Recht zu leben? Sie fuhr fort, bevor ich antworten konnte. Und angenommen, ihr schafft es, angenommen, ihr tötet und vertreibt den Doktor und ihresgleichen, wo bringt ihr ihre Blutbeutel dann hin, ha? Ja, richtig. Ihr werdet sie zu uns bringen, in der Erwartung, dass wir sie ebenso aufnehmen und durchfüttern, wie wir es mit euch gemacht haben, richtig? Wieder unterbrach sie mich mit einer Geste, bevor ich Luft holen konnte. Und damit habt ihr recht. Wir werden helfen, egal wie ihr vorgehen werdet und egal, wen ihr hier anschleppt. Ich habe schon mit Gustav darüber gesprochen. Aber ihr seid nicht die Einzigen, die Probleme haben, wisst ihr? Wir sterben langsam, aber sicher aus. Schon bald werden wir nicht mehr genug fähige Leute haben, um unser Lager zu bewachen oder Expeditionen in die Großküche und die dortigen Kühlräume und Lager zu realisieren. Außerdem versuche ich zwar jeden hier, so gut es geht, medizinisch auszubilden, so dass er in der Lage ist, sich und anderen zu helfen. Aber ein weiterer zusätzlicher Arzt ist bitter nötig. Gustav hat eingewilligt, bei uns zu bleiben. Seine einzige Bedingung ist, dass wir euch helfen und unterstützen, solange ihr wollt. Ich sah zu Gustav hinüber. Er nickte. Und Petra setzte ihre Rede fort. In normalen Zeiten würde mir das völlig ausreichen. Ich würde euch füttern und pflegen, solange bis ihr weiterziehen wollt. Aber jetzt sind die Umstände anders. Euer Auftauchen hier, euer Zwist mit den Vampiren und eure Erzählungen haben einiges aus dem Gleichgewicht gebracht. Ich sag es frei heraus und ohne Scham. Die Vampire mit ihrem Panzer in der Nachbarschaft zu haben, hatte durchaus sein Gutes für uns. Von uns wollen sie nichts, wir sind alle viel zu krank, um ihnen als Blutspender zu dienen. Und da sie ihr Territorium stets vehement gegen Plünderer verteidigt haben, haben sie solche Probleme ebenfalls von uns ferngehalten. Im Gegenzug haben wir sie durch unsere Tunnel gehen lassen, wann immer sie wollten. Jetzt ist es so, dass ihr sie sehr geschwächt habt und sie eventuell komplett beseitigen werdet. Wer soll uns dann beschützen? Ihr erzählt von den Degenerierten. Wenn sie kommen, wer soll uns dann beschützen?
Ich folgte ihren Ausführungen, und während ich ihr zuhörte, ging mir vieles durch den Kopf, aber ich vermied es ihr zu sagen, dass sie die eigene Sicherheit und die ihrer Leute im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Blut von Unschuldigen erkauft hatte. Das wusste sie ja selbst. Ich vermied es ihr zu sagen, dass auch ein paar Vampire mehr sie nicht vor einer degenerierten Streitmacht beschützen konnten, denn ich verstand ihre Gefühle und die Fürsorge für ihre Leute. Fakt war, wir waren aufgetaucht und hatten alles durcheinander gebracht, und sie hatte sich hinreißen lassen, uns zu helfen. Entweder, weil sie Gustav wiedererkannt hatte, oder weil die kleine Mariam sie angerührt hatte, das war einerlei. Und Gustav, ich musterte ihn. Er sah nicht besonders unglücklich aus über das eben Gesagte. Petra vorne am Tisch neigte ihren Kopf zur Seite, damit der Mann mit dem vernarbten Gesicht ihr etwas ins Ohr flüstern konnte. Es dauerte eine ganze Weile, wie sie so dasaß und ihm zuhörte. Als sie widersprach, war ihr Tonfall allerdings so ruhig und sachlich wie zuvor. »Wenn ihr also hier bleiben wollt, bis ihr euch vollständig erholt habt, wenn ihr wollt, dass wir die Opfer der Vampire bei uns aufnehmen und versuchen, sie wieder in Ordnung zu bringen und sie zu füttern, dann müsst ihr dafür sorgen, dass wir die nötigen Ressourcen und den nötigen Schutz bekommen, und zwar bevor ihr den Doktor und ihre Leute angreift.« Bevor ich hier 40 oder mehr Leute hereinlasse, müsst ihr uns helfen, diesen Platz hier in eine Festung zu verwandeln und Vorräte und Waffen und alles heranschaffen, was wir brauchen. Noch schützt uns der Vampirdoktor mit seinen paar Männern und seinem Panzer. Zwangsläufig, weil sie ihre eigene Station schützen. Wenn ihr sie ausschaltet, ist das vorbei und wir brauchen neuen Schutz. »Seid ihr einverstanden?« Gustav nickte und sagte laut und deutlich, »Ja, das sind wir.« »Du auch?« Alle Blicke ruhten jetzt auf mir. Welche Optionen hatte ich denn? Wanda lag noch immer im Koma, und selbst wenn sie heute oder morgen aufwachen würde, wie Gustav es annahm, würde sie noch für einige Tage schwach und bettlägerig sein. Ich willigte ein. Nachdem ich Petras Vorschlag zugestimmt hatte, war die große Versammlung aufgelöst worden. Die, die selbstständig gehen konnten, halfen denen in den Rollstühlen und andere stützten sich gegenseitig. Drei der fünf Bewaffneten verschwanden wieder in Richtung ihrer Posten. Die anderen beiden, ein Mann Mitte 30 und eine brünette Frau in Petras und Gustavs Alter, blieben bei uns, als wir die Einzelheiten des Abkommens an dem erhöht stehenden Tisch besprachen. Später, als wir wieder zu dem uns zugeteilten Zimmer, dem Schreibzimmer, gingen, fragte ich Gustav, »Du willst also wirklich hierbleiben, ja?« »Ja, aus vielen Gründen. Ich bin Arzt und hier kann ich heilen. Ich habe im Krieg die erste Heimat verloren und mit Iwans Lager die zweite, auch wenn ich Grund genug hatte, das Leben dort zu hassen. Das hier, das kommt einer Art Heimat am nächsten. Immerhin habe ich schon mal für eine kleine Weile hier gelebt, auch wenn das schon eine Ewigkeit her ist.« Er schaute mich direkt an, und ich sah, dass er es ernst meinte. »Du weißt aber schon, dass Frankfurt nicht besonders weit von hier entfernt ist, oder? Sie könnten bald hier sein.« »Ja, vorausgesetzt, sie verfolgen uns oder euch tatsächlich, was wir nicht wissen. Egal wie, früher oder später werden sie hier auftauchen.« »Ja, vielleicht. Oder sie ziehen einen knappen Kilometer von hier entfernt auf der Hauptstraße vorbei. Wer kann das schon sagen? Schau mal, ich weiß, du möchtest, dass ich mit euch nach Vatikanstadt gehe. Aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass man das alles mit einem simplen Attentat auf diesen Da Silva aufhalten kann. Denk mal drüber nach.« Das hatte ich bereits oft getan, und es konnte gut sein, dass er recht hatte. Aber was war die Konsequenz, die man daraus ziehen sollte? Den Dingen einfach ihren Lauf lassen und hoffen, dass man noch ein paar Jahre hatte, bevor sie einen holen kamen? Gustav hatte schon sehr viel für uns getan und viel riskiert, von Anfang an. Wenn er hier eine Art von Heimat finden wollte, gönnte ich es ihm von Herzen.
Trotzdem wollte ich nicht gleich vollständig aufgeben. Lass uns einfach später nochmal darüber sprechen. Fürs Erste sollten wir unsere Aufgaben hier so schnell wie möglich erledigen, damit wir Sven rausholen und dir dein Gegengift besorgen können. Er nickte. Als wir ins Zimmer kamen, bombardierte Mariam uns mit Fragen, und während Gustav ihr von der Versammlung und der darauf folgenden Besprechung berichtete, trat ich an Wandas Lager. Sie sah genauso aus, wie wir sie verlassen hatten. Eine Winzigkeit näher am Leben vielleicht, aber vielleicht bildete ich mir das auch nur ein. Nachdem Gustav Mariam alles erzählt hatte, wollte sie wieder auf ihren Aussichtsposten auf dem Dach und die Vampire beobachten. Ich würde sie später dort besuchen und mir selbst ein Bild von der Lage machen. Gustav, ich nehme an, dass wir abwarten müssen, bis deine Krämpfe morgen früh vorbei sind. Nein, warum bis morgen warten? Fühlst du dich noch nicht gut genug? Nein, ehrlich gesagt nicht. Naja, wir könnten mit den einfachen Dingen anfangen, mit den Polizeiwachen und den beiden Jagdläden in der Altstadt, vorausgesetzt, die sind noch nicht geplündert. Wir würden dann durch die Tunnel rausgehen? Ja, klar, hier können wir schlecht einfach so rausspazieren, ohne dass die Vampire es mitbekommen. Wir nehmen die Tunnel bis zur anderen Seite des Klinikviertels und gehen erst dort wieder hoch. Da wären wir dann auch gleich in der Nähe der Großküche. Meinst du, wir könnten irgendwo eine Karte auftreiben? Was, wenn wir uns einen kleinen LKW besorgen? Wie viele Punkte auf unserer Liste könnten wir dann auf einmal abhaken, Gustav? Eine gute Idee. Eine einzige Aktion dann. Könnte schwierig werden, aber funktionieren. Eigentlich liegt hier alles nah genug beieinander. Waffen, Essen, wo finden wir die Solarpaneele? Wir müssen eben die Augen aufhalten. Zur Not reißen wir die Dinger einfach von den Dächern irgendwelcher Häuser. Der mit dem vernarbten Gesicht, Patrick, kennt sich mit Elektrik aus. Das kriegt er sicher hin. Allerdings können wir nicht mit einem vollbeladenen LKW durch die Tunnel zurückfahren. Stimmt, wir brauchen also ein Versteck in der Nähe, wo wir das ganze Zeug zwischenlagern. Ein paar von den Gesünderen hier könnten uns dann helfen, den Kram einzeln durch die Tunnel hierher zu schaffen. Wenn Petra uns erlauben würde, die Vampire vorher anzugreifen, wäre es deutlich einfacher. Der Panzer alleine müsste doch ausreichen, um die Zufahrt zu sichern, oder? Wenn er in der Hand von Petras Leuten wäre, statt in der des Doktors, müsste das doch... Schnell, ihr müsst kommen, die machen was da drüben. Mariam war außer Atem und mehr als nur ein wenig aufgeregt hereingestürmt. Wir folgten ihr hastig, ohne Fragen zu stellen. Oh ja, sie machten etwas. Selbst hier vom Dach aus konnte ich problemlos das zerschlagene Gesicht von Braunjacke erkennen, der mit einer Pistole in der Hand über den Hof der Station humpelte. Ihm folgte, dicht auf der Doktor, die über ihrem weißen Kittel eine offene Winterjacke trug, und beide wurden von 6 Mann mit BMX-Masken und Gewehren begleitet. Was zur Hölle machen die? Keine Ahnung. Der Doktor trat an den Panzer heran, so wie es aussah, aber sie befand sich auf der uns abgewandten Seite, auf der Seite, wo das Loch in den Stahlplatten war, und von hier oben konnte ich nicht genau sehen, was sie tat. Jetzt kamen noch mehr Menschen aus der Station, 8 Frauen und 7 Kinder, alle schwer mit Gepäck beladen und Handwagen und Ähnliches hinter sich herziehend. Den Abschluss machten weitere 4 Maskierte. Diese allerdings trugen ihre Waffen umgehängt oder im Gürtel. Sie schoben und zerrten jeweils ein Dialysegerät oder einen Karren mit anderer Technik darauf hinter sich her. Verdammte Scheiße, die evakuieren, die hauen ab. Warte, warte, das kann doch nicht sein. Die würden eine solche Stellung doch nicht einfach aufgeben, oder? Anscheinend doch. Vielleicht denken sie, dass sie sich hier nicht mehr lange halten können. Ja, keine Ahnung. Der Doktor kam wieder hinter dem Panzer hervor und in mein Sichtfeld. Sie trat zu Braunjacke und sprach mit ihm.
Er nickte und gab winkend einige Kommandos. Zwei Maskierte verschwanden um die Ecke hinter der Station, und ich konnte hören, wie kurz darauf zwei Motoren gestartet wurden. Der Transporter und ein SUV, den ich zuvor noch nicht gesehen hatte, rollten heran, und die Vampire fingen an, die Fahrzeuge zu beladen. Wir durften dem Doktor nicht erlauben, sich mit dem Wissen um Gustavs Gegengift aus dem Staub zu machen. Auf keinen Fall. Und dann geschah etwas. Der Doktor stand in der Mitte des Hofes und sie schien zu uns herüberzusehen. Dann bewegte sich der Geschützturm des Panzers, aber der Lauf der Waffe richtete sich nicht auf uns aus. Er zielte auf die Station. Er zielte auf die Station der Vampire, in der sich noch Sven und viele andere Gefangene befanden.